Gestern haben wir ja bereits im Video darüber gesprochen, wie wichtig es ist, diese Rep-Punkte zu bekommen. Jetzt mit dem neuen Update, weil ihr sonst Teile vom Update überhaupt nicht spielen könnt. Im heutigen Video soll es mal darum gehen, wie ihr diese Rep-Punkte am schnellsten bekommt und welche Methoden absolut keinen Sinn machen. Also du merkst, es gibt eine Menge zu bereden, bleib also auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast und wieder mal mit dabei bist. Ja, hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um GTA 5 und GTA Online. Wenn du das also nicht verpassen möchtest, dann bleib doch gerne mit einem Abo mit am Start. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal rein ins Video. Die erste Sache, die ihr machen könnt, um möglichst schnell diese Rep-Punkte zu sammeln, ist jeden Tag einmal das LSK-Meet besuchen. Allein dafür, dass ihr reingeht pro Tag, bekommt ihr eben schon dort diese Rep-Punkte. Kleiner Tipp, stellt einfach euren Spawn-Punkt auf letzten Ort oder eben auf LSK-Meet und wenn ihr da direkt spawnt, kriegt ihr auch instant direkt eure Punkte. Dann könnt ihr das noch nicht mal vergessen. Die zweite Sache wäre, ihr könnt euch die Klamotten kaufen. Das ist jetzt eher für Leute vielleicht, die sehr, sehr viel Geld in GTA haben und einfach nur im RP-Level steigen wollen und einfach das umwandeln wollen, Geld in diese Rep-Punkte. Dann könnt ihr euch einfach die ganzen Klamotten kaufen, die es eben dort gibt. Dafür gibt es nämlich ebenfalls Rep-Punkte. Allerdings muss man dafür erstmal ein paar freigeschaltet haben. Die dritte Methode wäre, dass ihr euch Autos nehmt und die dort im LSK-Meet tunt. Ihr bekommt Rep-Punkte, wenn ihr die Autos, die neuen vor allem, im LSK-Meet tunt, allerdings nicht in der Werkstatt. Also nehmt eure Autos, wenn ihr die Zeit habt, fahrt rüber von der Werkstatt in eben das LSK-Meet, macht es dort, damit ihr aufsteigt. Vierte Methode wäre, dass ihr Autos probefahrt. Es gibt ja immer jede Eventwoche 3 Autos, im Moment wäre auch der Porsche dabei, sehr, sehr nice. 3 Autos, die ihr probefahren könnt auf der Teststrecke. Setzt euch rein, fahrt ein paar Runden, auch dafür gibt es eben Rep-Punkte. Die nächste Sache wären Zeitrennen und da haben wir was ganz Lustiges rausgefunden gestern. Und zwar, jedes Mal, wenn ihr eure eigene Zeit verbessert, bekommt ihr haufenweise Rep-Punkte. Das heißt, für alle, die jetzt noch kein Zeitrennen gemacht haben oder noch kein so gutes, guckt, dass ihr euch oft verbessert. Probiert nicht immer am besten zu sein, sondern immer nur ein bisschen besser als vorher. Wenn ihr das erste Mal das Zeitrennen fahrt und 3 Minuten habt, macht ihr das nächste Mal mit 2 Minuten 59, dann 2 Minuten 58 und so weiter, bis ihr halt irgendwann eine wirklich gute Zeit habt von unter 50 Sekunden. Übrigens, ich habe ja in meinem letzten Video zu dem Ganzen gesagt, ich hätte eine Rekordzeit von 54 Sekunden. Ich konnte es nochmal toppen, ich bin jetzt bei 48 Sekunden. Ist irgendjemand in den Kommentaren schneller auf der Teststrecke beim Zeitrennen gewesen als 48 Sekunden? Würde mich mal interessieren, schreibt es in die Kommentare. Die nächste Methode, und die haben wir auch vorgestern im Stream angewendet, weil die meines Erachtens mit am besten ist, ist die Duellmethode. Schnappt euch 3, 4, 5 Freunde und fahrt einfach die ganze Zeit Duelle. Die Duelle gehen extrem schnell und ihr könnt da so viel Rep-Punkte für bekommen. Meines Erachtens geht es deutlich schneller als jetzt zum Beispiel ein Sprint, weil einfach die Zeit kürzer ist und ihr kriegt mehr Punkte dafür und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gewinnt, ist eben höher, weil ihr nur gegen eine Person fahrt und nicht gegen 3 andere. Insofern, ich kann euch die Duelle wirklich nur ans Herz legen. Das ist so meine Methode, wo ich gemerkt habe, das bringt es am meisten. Und dann gibt es noch die AFK-Methode. Ja, das ist jetzt nicht wirklich was Neues. Gibt es auch Methoden für, damit man zum Beispiel im Bunker, dass der Bunker weiter farmt, obwohl man nicht zockt. Allerdings hat Rockstar Games hier ein paar Änderungen vorgenommen. Und zwar, es geht nicht mehr, dass man in der Kamera, also in diesen Überwachungskameras chillt, beziehungsweise eben Fernseh schaut, um diese Punkte zu bekommen, sondern jetzt muss man wirklich den Gummiband-Trick machen. Für alle, die es nicht wissen, Gummiband-Trick, ganz einfach. Ihr nehmt ein Gummiband, klemmt es so um den Controller rum, dass dauerhaft ein Stick gedrückt ist und damit dreht sich die ganze Zeit die Kamera, beziehungsweise ihr lauft im Kreis und dadurch denkt das Spiel, ihr seid da und ihr kassiert eben diese ganzen Punkte, die ihr bekommt, um eben, weil ihr eben im LSK-Meet seid. Über Nacht könnt ihr da ungefähr 30 Level machen, das, ja, es gibt Leute, die haben das ausprobiert. Ich würde euch persönlich allerdings davon abraten, weil erstens, ihr macht euch selber den Spielspaß kaputt, gut, darüber kann man auch streiten. Zweite Sache ist, ihr macht den Controller kaputt, weil ihr die Federn da drin ausleiert, deswegen würde ich es allein schon lassen. Und das dritte Argument, warum ihr es lassen solltet, ist ganz einfach. Am nächsten Tag kommt eure Mutter mit der Rechnung und sagt, du hast hier Stromkosten verursacht, jetzt bezahlst du die auch, mach deine PlayStation über Nacht aus. Also wenn ihr allein wohnt, habt ihr das Problem zumindest schon mal nicht. Okay, jetzt haben wir also geklärt, was uns Rep-Punkte gibt. Aber was gibt uns denn keine, wo man vielleicht denkt, es gibt welche? Erstens Tattoos. Sich Tattoos kaufen bringt keine Reps, allerdings Klamotten kaufen schon. Bisschen komisch. Zweite Sache ist, wenn man bei jemand anderem im privaten Car-Meet chillt. Das gibt auch keine Rep-Punkte, nur im öffentlichen. Im eigenen bin ich mir nicht sicher.
Und die dritte Sache ist die Heists. Also ich persönlich bin echt verwundert und auch ein bisschen enttäuscht, warum man bei den neuen Heists keine Rep-Punkte sammelt. Immerhin sind das im Prinzip die PvE-Missionen für das DLC. Deswegen macht es in meinen Augen keinen Sinn, dass man da keine Rep-Punkte sammelt. Ist allerdings so und jetzt wisst ihr auf jeden Fall, dass es so ist. Ja, macht das Sinn? Ich weiß nicht. Außerdem noch eine Sache, wo ihr keine Rep-Punkte für bekommt, aber Freunde, die mich persönlich extrem freuen würde. Und zwar checkt mal meinen Zweitkanal Onnit ab. Dort lade ich regelmäßig Motorvlogs hoch, also Videos, wie ich Motorrad fahre und mir lustige Sachen mache. Letztens haben wir zum Beispiel im Osterhasenkostüm Ostereier verteilt in Frankfurt. Oder wir haben Wenn nicht du wäre gespielt und ein Kumpel von mir musste zu einem Mädel sagen, dass sie eine Süßkartoffel wäre, weil sie so süß ist und so weiter. Also es ist wirklich ein sehr, sehr nicer Kanal, mein Zweitkanal. Checkt's ab, da wird auch heute noch ein neues Video online gehen, nach längerer Pause jetzt wegen Klausurenphase. Kommt heute ein neues Video, das wird auch sehr, sehr wild. Insofern checkt gerne meinen Zweitkanal Onnit mal ab und wenn ihr euch für Motorräder und Motorvlogs interessiert. Und ja, Freunde, das war es jetzt im Prinzip auch schon mit dem gesamten neuen Video. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es dir gefallen hat. Wenn dem so ist, lass gerne gratis einen Daumen nach oben da, Support ist kein Mord, abonniert den Kanal, um nichts mehr rund um GTA Online zu verpassen. Und vor allem, Freunde, checkt noch mein Gewinnspiel ab. Es läuft nur noch bis morgen. Ihr könnt insgesamt 100 Millionen GTA-Dollar gewinnen. Was wollt ihr mehr? Ist auf Instagram das neueste Bild. Checkt's ab. Und ansonsten sehen wir uns morgen 9 Uhr bei meinem 24-Stunden-Stream. Seid dabei, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace. Anderson ticket, talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it. Anderson ticket, talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I'm a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it.